Moin Moin, willkommen aus dem Harz. Wir sind am Campingplatz Birnbaumteich. Ich glaube, das war so korrekt. Und wir werden hier einen schönen 3-Tage-Urlaub verbringen. Im Hintergrund hört ihr ja gerade die Wilma ein bisschen kieken. Sie ist gerade so glücklich, dass sie gerade hier so ein bisschen angeleint ist. Ne, mach ich? Ja, weil die Kinder sind nämlich auch noch weg. Die sind nämlich gerade zum Spielplatz gefahren und Papa darf wieder aufbauen. Ah, wir werden also ein schönes, Campingabenteuer hier im Harz erleben. Unser Zelt werden wir direkt hier vorne aufbauen. Das ist, glaube ich, 61 oder 62. Somit haben wir nämlich ein überdachtes, einen überdachten Speiseraum, nenne ich ihn mal. Und uns auch ein bisschen geschützt. So, aber nicht sagen quatschen. Wir fangen jetzt an. Aua, ins Auge. Gut, dass es in der Nase keine Zähne gibt. Wäre jetzt kaputt. Das Rezeptionshäuschen zur Anmeldung. Aber heute sind wir noch. Machst du auf die Tür? Ja. Das ist auch cool. Wenn ihr lesen könnt. Oh, aufheben, Litti. Zubehör. Was hast du? Fanta gibt es ja auch. Hätten wir keine mitnehmen müssen. Möchtest du auch eine Fanta eigentlich, Lisbeth, oder? Double willst du noch holen? Was möchtest du mitnehmen? Das? Glückskäfer? Da kriegst du auch noch was anderes hier. Du kannst ja auch noch mal Double Dip mitnehmen, auch über Paw Patrol. In der schönen Gaststätte werden wir morgen sein. Da gibt es nämlich Currywurst Pommes, eine riesen Currywurst. Da freue ich mich drauf und ich hoffe, schicke Nuggets, Pommes für die Kiddies. Ja. Nee, Schnitzel? Nein. Salat? Nein. Gras? Nein. Spaghetti? Spaghetti. Ja. Greta hat sich nämlich eine Mickey Maus geholt. Danke, Greta. Danke. Vielen lieben Dank. Danke, dass du die gekauft hast. Da können wir alle ein bisschen was lesen. Super nett. Ich glaube, das waren die Besitzer von dem Campingplatz. Super nett. Also, ich glaube, das kann ich vorab schon mal sagen. Brauchst du Hilfe beim Pokémon-Päckchen? Ja. Öffnen? Dann kriege ich das hin, aber die sind komisch. Und ich glaube, das ist. Warte, so. Lecker. Bonbon-Dings. Also, ich glaube, man kann aus denen nicht mal Ultrakarten ziehen. Ich weiß es nicht. Das weiß ich natürlich auch nicht. Also bisher habe ich immer aus diesen Funpack nichts wirklich gut gezogen. So, hier, das alles funktioniert hier mit einer Karte. Da werden 5 Euro Duschguthaben draufgeladen. Und man hinterlegt 10 Euro Pfand dafür. Und einen Trampolinschlüssel gibt es für den Spielplatz. Hab ich gesagt, keine dann? Ultrakarte. Achso. Und den Trampolinschlüssel muss man auch 10 Euro Pfand hinterlegen. Und dann kann man damit zum Trampolinpark oder zum Trampolin. Da gehen die Kiddies gleich hin. Da gucken wir mit rein. Aber wir wollen ja erstmal. Das habe ich auch schon mal. So, Gretchen, deine Fanta. Ja. Du hast dein Wasser. Du kannst auch von meiner Sprite trinken, Lisbeth. Nee. Ich mag Sprudel. Du magst ja Sprudel? Dann trinkst du Wasser. So, meine hübschen Töchter. Prost. Nein, du musst mit deinem Wasser an. Prost. Prost, schön auf einen schönen. Komm, auch bei Greta mit anstoßen. Das macht man. Komm, das war eine schöne Zeit, die wir auf dem Campingplatz haben und beim Wandern. Prost. Prost, ihr Lieben. Hm. Oh, der Sprite hat immer richtig viel Sprudel. Und wir spielen jetzt. Spielbasler. Ich auch. Aber ihr seid dabei. Auf jeden Fall. So, dann packt mal aus. Willst du auspacken? Ja. Nee, du hast doch gerade dein Pokémon ausgepackt. Und.
Was habe ich? Die hier, das ist getoastete Marshmallows oder Stinkbacken, Stinkkäfer. Oh Gott. Ich habe einfach oh nicht Gott, ich will keinen Stinkkäfer essen. Welche sind denn das? Die hier? Mhm. Oh. Yes! Oh, Marshmallow-Geschmack, geil. Ich will das auch sein. Das war so eklig. Oh, lecker. So, Gretchen, du bist jetzt die Dritte im Bunde. Ich habe echt Angst davor, weil ich habe schon mal Geschirrspülwasser gehabt. Das wird. Ich hoffe, ich bekomme das nie. Und ist genau auf der Kante. Nochmal. Auch. Getoastete Marshmallow. Und willst du nochmal drehen? Einmal ja. Richtig drehen. Jawohl. Oh, nein, schon wieder. Welche sind das? Ach, hier, diese bunten da. Nee. Da ist ein bunter, hier ist ein bunter. Ich hab so einen. Okay. Riech mal dran. Nicht anriechen, nicht anriechen. Ja. Einfach in den Mund. Und? Du musst drauf rumbeißen, kommt ja nicht mehr so. Papa hat einen Punkt. Und? Yes! Also hast du Geburtstagskuchen? Yeah. Nee, was hast du gehabt? Geburtstagskuchen? Ja, doch, genau, Geburtstagskuchen. Sehr gut! Lotti, du hast so im Pech gehabt. Ah, Dings habe ich vergessen. Brauchen wir ja auch einen Dosenöffner, macht das nämlich keinen Sinn. Jawohl. Also, wir haben uns jetzt ein bisschen eingelebt schon, mit einem Klo mal besucht, ein bisschen umgeguckt, ja, Überblick verschafft. Also richtig, richtig schöner Campingplatz. Gefällt mir gut, mal gucken, was uns erwartet. Leider ist hier noch nichts los, weil hier in Thüringen, oh, ich hoffe, ich habe das richtig herausgefunden, gibt es ja noch keine Ferien. Wir haben schon in Niedersachsen Osterferien, aber hier in Thüringen gibt es noch keine Ferien. Erst wohl nächste Woche, aber naja. Wollen wir es hier schön ruhig gemacht, schön ordentlich Party machen. Reißen wir die Hütte ab. Nein, alles gut. Ich bereite jetzt schön Ravioli vor. Ist das hier ein Linkshänder-Ding? Wann haben wir einen Linkshänder? Ich habe keine Ahnung. Die Kinder sind im Zelt. Das ist ein bisschen kalt. Aber müssen auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen hier an alles, ne? Ach, Ravioli, die beste Campingnahrung überhaupt. Oh, man kann es auch immer noch kalt essen. So, aber wir sehen uns dann gleich zum Essen wieder. Hallo, hallo, wir essen jetzt gleich. Ich bin der Koch. Ich bin der Koch. So, leider haben wir das Essen jetzt verpasst, weil ich Probleme mit der Actioncam gehabt habe, die hat sich nicht mehr anschalten lassen. Obwohl der Akku ja voll ist, wie ihr jetzt gerade ja seht. Ne? Also, ich konnte die jetzt starten mit einer Powerbank. Das habe ich im Internet gelesen. Und ja, damit habe ich die wieder starten können. Komischer Fehler, oder? Na egal, wir haben aufgegessen. Und rate mal, wer gleich abwaschen darf. Lisbeth, Greta! Was? Wer geht von euch abwaschen? Ich. Aber was soll's. Wir sind jetzt hier am Waschhäuschen. Lisbeth und ich, weil wir gehen abwaschen. Lisbeth hat sich dann doch bereit erklärt, mitzukommen. Hast du die Karte, Maus? Ja, hab ich. Open the door, please. Habe ich jetzt halt auch? Nee, halt mal vor. Musst du auch machen. Kann ich nicht. Hier, da. Hier kann man abwaschen. Wir sind jetzt ja im Gebäude, sieht sehr, sehr schön aus. Hier ist ein allgemeines Sanitärgebäude, hier für der Herrenbereich. Hier gibt es ja, Dusche und Zähneputzen, da gehen wir nachher nochmal hin. Und ja, für die Damen haben wir es auch. Und es gibt sogar ein Familienbad hier vorne. Cool, aber wir sind hier zum Abwaschen und dann gucken wir, ja, gucken wir nachher einfach mal. Genau, Herr Kommissar. Da
Kanisterfüllstelle. Ich weiß nicht, ob ich es vergessen habe zu sagen, also vorhin. Deswegen nochmal kein Nachtrag. Hier kann man perfekt die Kanister abfüllen und nicht die Toilette sauber machen. Warum nicht? Das Campklo. Wieso nicht? Da gibt es eine extra Abfüllstation. Wisst ihr, dass hier Stinker so drin ist, wenn du. Ganz genau, will keiner. So, wir gehen jetzt zum Zelt. Wir zurück. Ja. So, abwaschen klar. Wie spät haben wir es gerade? Kurz vor. Kurz. Lisbeth-Uhr haben wir es gerade? Mega. Es sollte immer Lisbeth-Uhr sein. Der Tag geht jetzt zu Ende. Ich mache den Kindern noch ein warmes Getränk, damit sie gleich noch schön schlafen können. Und ja, wir haben gerade die Sieben Zwerge im Wald, oder wie der Film heißt, ja, mit Otto geguckt. War sehr lustig gewesen. Und ja, morgen wird ein anstrengender Tag. Wir wollen, glaube ich, 10 Stempel sammeln. Restestempel. Und ja, da brauchen wir alle Kraft für. Und heute war es ja auch schon sehr aufregend. Deswegen geht's. Jetzt schlafen, ihr lieben Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. In aller Herrgottsfrüh. Ich glaube, da muss ich einfach nur schnippen. Moment, ich probiere es mal. Ha. Und schon ist es morgen. Herrlich, oder? Was alles so mit Magie. Herrlich, oder? Was man also mit Magie erreichen kann. So, es ist, war eine sehr, sehr angenehme Nacht. Wir haben ein paar Flugzeuge rübergeflogen. Und irgendwann, ja, kam hier so 5 rum, da mussten wir alle gleichzeitig auf Toilette, auch der Hund. Da war hier so ein bisschen Verkehr draußen, aber hat man kaum mitgekriegt. Am meisten Krach haben hier die Vögel gemacht. Ich weiß, warum Vögel zwitschern. Das ist sowieso mal ein bisschen bedenklich. Ja, ja, der Frühling. So, ich gehe jetzt aufs Klo, Zähne putzen, fertig machen. Und ja, dann müssen wir auch schon frühstücken. Ach, herrlich. Es hat auch nicht gefroren heute Nacht. Wir haben einen Lüfter gehabt und auch wirklich angenehm geschlafen. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Aber jetzt geht es wieder in die in den Sanitätsraum, Sanitärraum. Und gucken wir mal, wie es innen aussieht bei den Herren Nassräumen. Heute Abend werde ich dann noch duschen gehen. Aber jetzt gucken wir erstmal nach den Nassräumen. So, nur mit Badeschuhe betreten. Oh, schön aus. Grüß euch. So, und die, auch hier ist alles sehr, sehr schön und modern renoviert worden oder eingerichtet worden. Also fein, fein, hier hat man Föhn. Wasser kommt raus für die Haare. Wasser kommt raus. Ich glaube, hier wieder schlafen. Warme Luft kommt raus. Mit einfüllen. So, weil hier sind sich, glaube ich, Waschkabinen. Gucken wir mal rein. Oh ja, ist ja cool gemacht. So, mal ein bisschen Privatsphäre. Muss man nicht da vorne sich die Zähne putzen, vor allem, und sich rasieren. Hat man hier auch extra. Coole Sache. Auch für die ganz Kleinen wurde gesorgt. Die können dann hier mitmachen mit Papa. Und was haben wir hier um die Ecke? Ach, hier mal die Dusche. Die Duschkabine. Oh, die ist ja toll hier. Die Duschkabine 1 scheint die beste zu sein. Die ist nämlich am größten. Schaut, schaut. Geil. Gefällt mir. Da gehe ich heute Abend nochmal da duschen. So, hier sieht eine etwas kleinere Duschkabine aus. Moment. Super gepflegt und super sauber. Und eine Regendusche. Wie geil ist das denn? Hat das die Duschkabine 1 auch die Regendusche? Ja, tatsächlich. Geil. Na, da werde ich mich heute Abend aber schön in den Regen stellen. Mega. Gefällt mir richtig gut. Au! Wir müssen ja noch zu dem Klos. Fast vergessen. Man muss auch dahin, wo wir dann hin müssen. Morgens. Aus dem See. Aber hier war ich ja gestern schon mit euch, ne? Stimmt. Haben wir gestern schon gemacht. Pipi-Box. Ja, alles schon da gewesen. Und räumlich, aber hier oben hat man einen Deckel. Hier hat man da hinten nicht. Gut, nutze ich das ja auch gleich. Aber da müsst ihr ja nicht mit dabei sein.
2000 years later. So, angenehmes Sitzgefühl. Das Licht geht da nur alle 2 oder 3 Minuten aus. Das war ein bisschen ungewöhnlich, aber vielleicht muss man ja auch nicht so lange auf dem Klo bleiben, ne? So, Zähne putzen. Was gibt's denn hier noch eigentlich Schönes zu sehen? Ach, hier gibt's eine Wohnmobilstation und nochmal ein Sanitär... Achso, das ist für Dauercamper. Da gibt's ein extra Dauercamper-Sanitätsgebäude, das braune. Und hier scheint es noch Einzelbadezimmer zum Mieten zu geben. 3, 4, 4 Stück an der Zahl. Wenn ich die Zahlen richtig deute. Und hier um die Ecke ist der Ablass wahrscheinlich für das Wohnmobil. Ne? Wohnmobilstation würde das ja hinmachen. Geil. Was haben wir hier? Ein Partyraum. Ist der offen zufällig? Also, wer hungert, Stück Brot liegt hier immer rum. Wir verwussten alle verhungern. Partyraum hat zu. Aber Tischtennisplatte. Eine Eismaschine, geil. Und ein Snackautomat. Cool. Cool, cool. Ein Grill. Ja, und hier ist dann wohl so mehr die Party-Area, würde ich sagen. Ja, hier. Dann sieht es hier Party-Center ganz deutlich. Steht's dran. Partyraum da oben auch nochmal. Gut, hier scheint dann im Sommer die Post abzugehen. Aber auch sehr zentral. Das heißt, dass man, wenn man hier auf dem Platz und auf dem Platz zeltet oder einen Wohnwagen hinstellt, hat man nicht weit zum Partyraum. Ist sehr zentral und ja, so kann man vielleicht das auch so ein bisschen minimieren, dass es am Platz lauter wird. Coole Sache. Ach ja, und dann haben wir hier noch ein Beachvolleyballnetz. Feld ja, mit Zuschauerringen. Auch ganz cool. Ach ja, und Basketball, Fußballtor, guckt, hier, auch ganz cool gemacht, selbst in den Zuschauerrängen, wie ein kleines Stadion, ja, cool gemacht, nur ist mir zu kalt zum Beachvolleyball spielen, außerdem habe ich auch niemanden, außer meinen Mädels, also unfair, die ziehen mich ja nur ab, das will ich ja dann auch nicht. Ja, und immer noch so ein, überall so ein Wall dabei. Ne, so ein bisschen Schallschutz. Auch ganz gut. Macht das Spaß. Ja. Perfekt. Mag ich sehr, sehr gerne hier. Also allein. Ich weiß nicht, wie es im Sommer ist, wenn hier Hochbetrieb ist und die Party am Laufen ist. Aber auch da macht man dann einfach mit. Ne? So, wir gehen jetzt frühstücken, obwohl ich die Mädels erstmal aus dem Bett jagen muss. So. Kicken wir mal, was die Mädels machen. So, Mädels. Good morning. Good morning, ich hab Hunger. Ich will erstmal was essen. Gib mir was zu essen. Oh nein, okay, okay. Was möchtest du haben? All meine Schokolade. Ja. Ich mach was, mein Spatz. Ja. Wilma, ich muss erstmal machen. Raubtierfütterung. Lecker, lecker. Rufen, Rufen. Lecker, lecker, lecker. Ist das lecker. Jetzt. Guten Appetit. Halt, wo ist der Topf? Achso, der Peter hat den Topf schon gemopst. Nein. Nein. So, rein damit. Wie geht das Lied von Miraculix immer, wenn der kocht? Keine Ahnung. Das ist ja auch nicht schade. Wäre jetzt richtig gut, ey. Und an. Ist an. Ist an. So, der geht auf. Oh, da gibt's noch nicht mal ein Lied. Was sagst du? Von Miraculix, wie die kochen. Are all together in a rainbow one. What? What did she say? We have the rainbow one. Goodbye. Oh, ich bin auch ein bisschen. Sieht man gar nicht. Hallo. Hey. So, für mich gibt's heute auch schön Einhorn-Cornflakes. Ja, die waren früher die Einhorn-Cornflakes. Jetzt sind das so komische Barbie-Cornflakes. Genau. Warum? Weil Edeka, glaube ich, Kellogg's nicht mehr verkauft. Und deswegen, weil wir das loswerden müssen, haben wir das einfach umbenannt. Egal, Zucker und Zucker. Ist halt so. Machen wir Milch.
und Kakao. Milch. Milch. Auch aus einer Milch. Ja. So, guten Appetit. Ach, ich muss bei mir Milch noch reinmachen. Da kommt ein Camper mit Kakao offen. Oh, Kakao. Oh, ich muss noch mal rausgeflogen kommen. Ja? Er bekommt alles hin, der Fahrt. Wahrscheinlich. Gefrühstückt, abgewaschen, alles gelaufen. So, und jetzt bereite ich natürlich das vor, was man für eine schöne Wanderschaft braucht. Ein paar Brote, eine Gurke wird geschält und es gibt Salami-Sticks dazu und schönen jungen Gouda. Den schneide ich mal als erstes, weil ich habe da nämlich schon eine dankbare Abnehmerin für. Oh, Greta! Käse! Ja, nee, du musst kommen. Gib mir. Hier, da soll ich hinkommen und ihr das geben, der kleinen Schnubbelmaus. Zieh deinen Schlappmann, dafür hast du sie mit. Deswegen solltest du Schlappen mitnehmen. Der erste. Tja, ja, hier ist er, der Käse. Ihr Maus. So ein paar Steine jetzt noch für den Tag heute. So, für den Baba, das bin ich. Ich hab Butter übrigens vergessen, ne? Seid ihr eigentlich so mehr Team Butter oder mehr nicht Butter drunter? Für so Margarine, ich muss Butter überall drunter haben. Nutella, Schmierwurst, überall. Weil Fett ist ein Geschmacksträger. Wenn man Fett unter Fett macht, wie bei einer Schmierwurst, ist es doppelter Geschmack. Ganz einfach. Und ich habe es heute vergessen. Und somit nur einfachen Geschmack. Ach ja, die Verwirrung ist komplett verwirrt. Aber da muss man durch. Da habe ich noch übrigens zwei leckere Joghurte für die Kinder. Die nehme ich auch noch mit. Und die Gurke muss ich noch schneiden. Lecker Gürk. Und ja, das war's. Dann können wir eigentlich schon dann direkt los. Ich freue mich richtig. Heute haben wir, glaube ich, 10 oder 11 Stempel auf dem Programm. Wir müssen nämlich Restestempel sammeln. Heute haben wir nämlich 10 oder 11 Stempel auf dem Programm. Ungefähr 20 Kilometer insgesamt und 168 Kilometer Fahrt. Ja, Restestempel. Ne? Deswegen haben wir auch jetzt ja 3 Tage am Stück genutzt zum Schlafen, damit wir nicht immer nach Hause fahren müssen, weil wir hier in Thüringen sind, im Südharz. Und das ist von uns dann doch ein bisschen weiter weg. Das lohnt sich so nicht. Da jeden Tag wieder erneut hinzufahren, dann sitzt man nämlich so 5 Stunden im Auto und dann macht das auch gar keinen Spaß. Schmerwurst. Ah, lecker. Ich esse aber noch ein Knäckebrot mit Salami. Das schmeckt nämlich auch richtig cool. So, Nummer 1 ist fertig. Und auf dem zweiten kommt lecker Stinkekäse für den Papa. Es gibt nichts Besseres als Esrom. Das ist der absolute Lieblingskäse von mir. Und das Schöne daran ist, mittlerweile mag den die Greta auch sehr gerne. So. Die Sonne scheint perfekt. Es geht jetzt los. Rucksäcke sind gepackt. Und ja, wir gehen jetzt erstmal schön wandern. 10 Stempel heute, 168 Kilometer Autofahrt, 20 Kilometer insgesamt wandern. CO2-Bilanz scheiße. Aber wir müssen die Restestempel sammeln. Auf dem Weg zum Kaiser muss alles rein. Und das Beste ist, Lisbeth macht heute ihre Königin. Jawohl. Das wird ein richtiges Highlight werden, gleich beim ersten Stempel. Und ja, wir sehen uns nachher wieder auf dem Campingplatz-Video. Und das Video über die Stempeljagd, das wird extra gemacht. Also, bis gleich. Oh, unsere Wanderung ist zu Ende. Wir sind zurück am Campingplatz. Juhu! Wir waren gerade noch am Kiosk oben, wollten Eis kaufen. Da wurde uns gesagt, dass Birnbaumteich, dass die Gaststätte Ruhetag heute hat. Verdammt! Aber hier gibt es auch Pizza da oben. Und dann haben wir jetzt sind wir jetzt spontan auf Pizza umgeschwungen. Die Wanderung war cooler, wir sind viel Auto gefahren. Das war sehr, sehr anstrengend. Viel kurviges Gelände hier überall und haben 6 von 10 Stempeln geschafft. Das ist ganz ordentlich. Morgen machen wir die anderen 4 fertig
Und ja, heute werden wir schön campen, denn es gibt Pizza. So. Ach, geil. Also, wir sind zurück. Das Wetter ist herrlich. Den ganzen Tag scheint die Sonne und dabei war es gar nicht angesagt. Und morgen wird auch nochmal so ein sonniger Tag. Richtig, richtig Glück gehabt. Also, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die Pizza von oben hole. Und dann... Pizza. So, ihr lieben beiden Mäuse, wie fand ihr den Wandertag heute? Gut. Ja, okay und gut. Ich fand am schlimmsten das Autofahren. Oh, ja. Das hat ein bisschen genervt die ganze Zeit. Hat am schlimmsten das Teil. Das was? Bienenbasel. Bienenbasel, oh ja. Stimmt. Da hast du ja ordentlich heute... Aber die nicht mehr hier zu alt. Ja, dann hast du auf jeden Fall, der schmeckt auf jeden Fall besser. Wir haben nämlich noch... Ach ja, sehr geil. Welche Soße mögt ihr eigentlich? Lieber die Orangen oder die Rote? Nein, ich mag Orangen. Rot ist, glaube ich, Kirsche, ne? Mhm. Glaube ich auch. Aber die Kirsche ist sauer und Orange ist süß. Ja. Aber am liebsten mag ich es eigentlich, wenn sie zusammen sind. So, ich mit meinem Hund füttern. So, mein Lottchen und ich, wir gehen jetzt erstmal Pizza holen. Es ist nämlich gleich 5, dann macht die Rezeption zu. Also vor der Hauptsaison. Und damit wir was zu essen haben. Das Restaurant macht nämlich erst morgen auf. Und dann sind wir schon wieder weg. Ich hätte es euch gerne noch gezeigt, damit ihr damit auch noch so einen Überblick kriegt. Aber leider kann ich das nicht machen. Da kommt sie. Die kleine Wandermaus. Noch nicht genug vom Laufen, obwohl heute war ja die meiste Zeit Auto gefahren. Da war es gar nicht so viel mit Wandern. Ach, schön. Pizza ist aber auch nicht schlecht, ne? Ja? Yay, wir haben unsere Pizza gekriegt. Richtig, richtig cool. Und sie riecht wirklich, wirklich fantastisch lecker. Und wir haben hier sogar Besteck gekriegt, weil wir haben natürlich nichts mitgenommen. Wir wollten nämlich im Restaurant ja heute essen. Nur Löffel für Ravioli. Und da haben wir sogar Besteck gekriegt. Piep, piep, piep. Guten Abend. Muss in der Mitte packen, dann. Piep, piep, piep. Guten Appetit. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Guten Appetit. Ja. Geil. So. Oh, bei schönstem Sonnenschein. Wilma ist hier. Die guckt uns beim Essen zu. Du hattest eben was. So wie ihr uns beim Essen zugucken dürft, da will man uns auch beim Essen zugucken. Ach, herrlich. Herrlich. Essen wie Gott in Deutschland. Bei schönstem Sonnenschein draußen. Genau, ihr guckt jetzt zu. Warum haben wir so ein Mini-Pizza-Stück gemacht? Da kann ich besser reinbeißen. Ich mag eigentlich keinen Rand, aber dieser Rand ist geil, weil der so richtig fluffig ist. Ich mag einfach eine Pizza. Ach, nein. Wow. Ja, alle Neid auf Greta Salami-Pizza. Ich habe ja die Pizza. Oh, ist doch Entspannung pur, oder? Die Kinder sind gerade sich fertig machen im Badezimmer. Ich genieße gerade das Vögelgezwitscher. Und meine Apps. Mein Handy meine ich. Ach, schön. Möchte mir doch am liebsten jeden Tag durchcampen. Ach, schade. Wir gehen jetzt uns das. Den Duschraum angucken. Ich meine, ich war gestern ja schon mal kurz reinschauen oder heute Morgen, ich weiß gar nicht mehr. Und ja, bin mal gespannt auf die geile Regendusche. So. So. Ich freue mich richtig jetzt auf diese Dusche. Ich hoffe, die wird auch schön warm. Und eine Regendusche geht wohl. Wann ist zu Ende? Eine Regendusche, die geht ja immer. Ne? Also, los geht's. Also, Aktion Duschen ist gelungen, würde ich sagen. Zähne sind geputzt. Ab ins Bett, weil wir gucken jetzt noch die Minions. Und die will ich unbedingt gucken, den neuen Film. Wo Scoot. Ich hoffe, wir wechseln nicht mit den Guardians der Galaxy. Ein Kind noch gewesen ist und die Minions den irgendwie mitgekriegt haben. Geil, da geht's jetzt hin. Und lassen wir den Abend noch ausklingen. Ich muss noch den Müll wegbringen, damit es hier nicht so unordentlich aussieht. Wir sind zwar die Einzigen hier, aber muss ja nicht sein. Ne? Ich hoffe,
Der Müllschacht hat noch offen, da kann ich euch den nämlich auch mal zeigen. Auch ganz cool hier, haben wir noch so eine Einzelhütte zu mieten. Sieht auch sehr, sehr nice aus. Für den Sommer vielleicht auch mal eine Alternative statt Zelten. Aber ich glaube, ich bin Zelter, Camper durch und durch. Zelter durch und durch, auch geil, ne? Geil, geil Deutsch. Ja, ist offen. Let's take a look hier, Hausmüll. Gelbe Säcke ohne Hausmüll, Papier und Pappe. Wollte ich das dazulegen oder? Ist leer. Und hopp. Ja, klappt nicht. Nächster Versuch. Und hopp. So. So stellen die ihre Sachen hier alle hin. Wie funktioniert das Ding? Eine Presse? Hat die einen Einwurf oben? Oder? Tja, Ferienberg. Eigentum, Ferienpark, Bierbomber, Hausmüll. Ich stelle dir mal den Sack hier zu. So, dann, ich habe da nichts gefunden. Liebes Team von Birnbaumteich, ich habe es damit hingestellt, weil ich weiß nicht, wie euer Gerät hier zu bedienen ist. Ich hätte es auch gerne oben drauf geworfen, aber wenn da kein Loch ist, dann liegt es da oben. Und das ist auch nicht schön. So. Guten Morgen zu unserem letzten Campingtag. Heute ist ja nur noch Abbau angesagt und noch eine Runde wandern. Aber wir haben es jetzt kurz nach 7 und ja, heute Nacht war es sehr schön, waren ungefähr 4 Grad. Und ja, mit dem Lüfter ging auch diese Nacht richtig gut vorüber. Und ja, wir genießen ein bisschen den Sonnenaufgang. Das ist die kleine Wilma. Auch eine schöne Nacht gehabt. Wir gucken uns jetzt mal zusammen mal diesen Campingplatz hier an. Hatte das Restaurant ja gestern nicht geklappt hat, war ich auch nicht am Birnbaumteich. Und den wollen wir ja auch nochmal alle sehen, wenigstens wenn wir hier sind. Und ja, den Spielplatz. Und mal gucken, was hier noch für so kleine Häuschen noch rumstehen. Ja, kurz hinter dem Sanitätsgebäude, Sanitärgebäude, ja, gibt es hier eine Saunahütte und ja, ein Animationsprogramm oder Animationszelt. Da wird ein Animationsprogramm gespielt. Es ist noch morgens, verzeiht mir. Ja, und hier haben wir einen Spielplatz, eigentlich schon fast ein Spielparadies. Richtig coole Auswahl. Die Mädels haben hier richtig viel gespielt. Ja, eine Kletterwand, ein Trampolin, der ist ja, abgesperrt. Wahrscheinlich gehe ich mal von aus, wegen der Kinderanzahl, ne, die auf so einem Trampolin sein dürfen. Normal wurde der abgesperrt, da gab es wohl zu viel Radau. Allerdings ist der momentan noch zu dreckig. Da haben wir den Schlüssel dann wieder abgegeben. Und ansonsten Spielturm, Schaukeln, also alles, was das Herz begehrt. Falls euch jemals gefragt habt, wo so eine McDonald's-Spieltürme hinkommen, hier, haben meine Kinder natürlich gleich als erstes entdeckt. Man kann das M noch ganz schemenhaft erkennen über ein Playland. Und ja, wenn man es natürlich auch weiß, dann fällt einem sofort auf, ja, das ist ein alter McDonald's-Spielturm. Richtig cool, richtig nachhaltig, geil. Hier können sich die Eltern hinsetzen, hier vorne auch. Witzigerweise sieht der Birnbaumteich von oben aus wie ein Capybara. Richtig cool. Ich blende das mal ein. So, und hier sind wir ja, am Teich. Mega mit einer Wasserrutsche. Und hier ist die Gaststätte Birnbaumteich direkt hinter uns. Hatte leider Montag, Dienstag zu. Da wollten wir so gerne hier essen. Aber sieht schnieke aus von außen. Im Sommer ist hier schon ordentlich was los. Und ja, eine Feuerstelle. So, jetzt, aber egal, ich zeige euch mal den Birnbaumteich. Richtig geil. Oh, mega. Ja, natürlich unser Wasserhund. Will da gleich rein. Ich muss ja im Sommer unbedingt nochmal herkommen. Ja, hier um drinnen zu baden, die Wasserrutsche, Pendant und ja, vor allem auch hier in der Gaststätte zu essen. Schön. Also bisher macht dieser Campingplatz einen schönen Eindruck. Alles, was ich hier gesehen und erlebt habe, hat mir sehr, sehr gefallen. Und hier komme ich auf jeden Fall wieder. Macht echt Laune. Schönes Ding. Was ich noch nicht gesehen hatte vorhin, es gibt sogar ein Behindertenklo, also behindertengerechter Campingplatz. Das finde ich auch gut.
Ja, hier, ne, wissen wir ja, hier kommt die gute Kassette, die wird hier ausgeleert. Privatbäder, das ist hier der Ablauf für Wohnmobile, da waren wir ja auch schon. Hier für die Dauercamper, die haben sogar ein eigenes Gebäude. Das heißt, da kommt man sich dann auch nicht in die Quere mit den Gästen. Und ja, hier haben wir noch Ferienhäuser, kleine, die man mieten kann. Doppelstöckig, ebenerdig, mega. Müsste man sich mal im Internet erkundigen, was die kosten. Aber ja, da auch Schnieke aus. Ne? Da vorne auch noch welche. Also einiges zu bieten, mit immer schön mit vorderer Terrasse. Wo man sich dann abends gut gehen lassen kann. Dass ich schnell sich an diese Kälte gewöhnen kann und dann hier im Pulli rumläuft. Ist das herrlich. So, egal. Ich muss jetzt weiter einpacken. Nochmal frühstücken. Hier oben ist sein Lieblingsweih. Da ist er immer gerne drauf. Das machen wir auch. Warte, so ein Weih? Ja. Ja, das machen wir auch. Kann man schön drauf rumklettern. Ja. Ach so. Wilma, ich sauge mal. Mann hinterher, wir machen das in Motion. Oh, unser letztes Frühstück hier auf dem Campingplatz. Wer würde gerne noch hier bleiben? Ich auch. Ich nicht. Nee, du willst zurück zu Mami, ne? Nach Hause. Aber ist ja auch nicht schlimm, das darfst du ja auch. Ja, aber mein Urlaub ist leider zu Ende heute und ich muss morgen wieder arbeiten. Deswegen können wir leider nicht noch einen Tag länger bleiben. Aber wir müssen mal eine Woche oder so zelten gehen, wa? Aber nur wir beide. Ja. Ja. Yeah. Also, was gibt's wieder heute Leckeres? Cornflakes. Lisbeth nehmen wir trotzdem mit als Kuschelwuschel. Als Kuschelwuschel. So, guten Appetit. Und? Und? Ja. Oh, die Roller müssen wir noch mitnehmen. Komm her. Komm, komm, komm. Komm. Yeah. Und sitz machen. Sitz. Sitz. Popo runter. Genau. So, ihr Lieben, das war unser Campingabenteuer. Das war unser erstes dieses Jahr, ne? Ja. 2024 vor Ostern noch. Und ja, Birnbaumteich, echt zu empfehlen. Also richtig schön gepflegter Platz. Tolle Leute, die am Arbeiten. Und ja, wir waren leider noch da, bevor die Saison hier angefangen hat. Aber der Campingplatz ist 365 Tage im Jahr geöffnet. Hier kann man auch im Winter hin. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und Kinder, wie fandet ihr es? Gut, voll gut. Ja? Und wollen wir hier nochmal her? Ja. Ja, machen wir auch nochmal. Ne? Kommst du auch nochmal mit? Ja. Ja? Sehr gut. Also, es hat viel Spaß gemacht mit euch beiden. Wirklich ein tolles, tolles Abenteuer. Und was machen wir jetzt? Wir sammeln halt mal Stempel und gehen dann zur Pizzeria und dann fahren wir nach Hause. Yeah, Pizza, Pizza, Pizza. Und noch ein paar Stempel. Also, ihr Lieben. Und ich nehme Leckerlis. Sehr gut. Dann tschüss. Und campen nicht vergessen. Lasst mal den Hund runter. Lasst mal den Hund runter. Fein.